Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Freunde, heute wird's geisteskrank, denn ich werde gleich von Bremen nach Mannheim zu iCrimex und Lukas Brawl Stars fahren. Leute, ist das sehr nice. Lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ihr jetzt wissen wann soll ich was sagen, Leute. Ich mache mich jetzt fertig und dann geht's los. Let's go nach Mannheim. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Aber warum nimmt Marvin Ventroy auf Toilette auf? Egal, weiter geht's. So Leute, wir sind euch hier übrigens heute 24 Stunden heimlich bei Rewe drin. Ja, das Video ist geisteskrank geworden. Kommt dann demnächst bei Lukas auf dem Kanal. Wirklich, es ist so heftig. Hier ist einfach gar nichts mehr, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Würdet ihr gerne so 24 Stunden heimlich bei Rewe drin sein? Also wirklich, es ist auch schon mittlerweile Abend. Der Tag ist auch wirklich bald vorbei. Es war geisteskrank. Wir haben heute iCrimex zu Hause besucht. Mit Lukas den ganzen Tag geisteskranke Videos aufgenommen. Leute, checkt unbedingt Lukas ab, ganz, ganz wichtig. Auch nochmal vielen Dank für euren krassen Support. Schaut einfach mal hier so mäßig. Es ist alles zu und dunkel. Hier ist keiner mehr. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns später nochmal bei Lukas weiter. Lukas, erzähl mal kurz, was ein Problem ist. Hey Leute, wir waren jetzt gerade noch im Rewe und ich habe, glaube ich, einfach meinen Schlüssel verloren da. Also mein AMG-GCR-Schlüssel, mein Haustürschlüssel, Garagenschlüssel, alles war dran, Leute. Wir müssen jetzt zu meinen Eltern fahren. Junge, wir haben schon irgendwie mitten in der Nacht, 4 Uhr oder so. Und darf meinen Zweitschlüssel holen, damit wir in meine Wohnung wieder rein können. Scheiße, Leute, wir halten euch auf die Laufenden. Oh Mann, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Schlüssel verloren habt. Digga. Scheiße, ey. So sauer, Junge. Ja, Mann. Scheiße, ein fettes Problem. Mann. Was ist denn, Lukas? Wir haben jetzt den Schlüssel geholt und da fehlt der Außenschlüssel, oder? Oh, nee. Oh Mann, ey. Jetzt erst mal gucken, ob der Schlüssel da ist. Jetzt gehen wir schnell gucken, ob er passt. Das darf man nicht sehen. Ja, ja, das wird zensiert. So, jetzt gehen wir gucken, ob er passt. Hier ist ein Trenner. Liegt der AMG-Schlüssel da? Oh, der ist so ein Idiot, der hat den Schlüssel einfach vergessen. Bist du blöd? So Leute, da schlafe ich immer. Leute, ich prank Lukas jetzt. Ich habe ihm gesagt, ich mache ein Thumbnail-Bild von ihm fürs Video. Aber ich filme ihn jetzt einfach. Nein, mach weiter. Junge. Hä? Was jetzt? Was denn nix? So Leute, es ist jetzt schon total spät abends. Ich gehe jetzt schlafen und dann sehen wir uns morgen. Der Lukas, der pennt auch schon. Die alte Wassermelone. Gute Nacht und ciao. 6,5 Stunden spät. So Leute, ich bin jetzt aufgewacht. Wir gehen jetzt mal in Lukas sein Gaming-Zimmer und gucken, ob wir was mitnehmen können. Vielleicht klauen wir auch den Lamborghini. Boah, schaut mal, wie das hier aussieht. Eine Switch, eine Playstation, Glücksrad, Kanister. Guck mal, hier ist sein Handy. Leute, sollen wir Lukas sein iPhone mitnehmen? Ich steck das jetzt ein, aber das dürft ihr nicht sagen. Boah, hier hat er auch noch GTA. Alter. Ist das krass. Und irgend so ein komisches Tattoo. Lol, hier ist Barbie. Nee. So Leute, ich nehme das jetzt mit. Boah, da ist auch noch eine Alke-Flasche. Alpha oder wie der heißt. Alke, keine Ahnung. Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil der macht, glaube ich, gerade noch im Schlafzimmer, weil er mit seiner Freundin verbunden ist. Wir sehen uns später wieder, wenn er aufsteht. Weil der ist da drinne. Da ist Lukas drin, da dürfen wir nicht reingehen. Jetzt gibt's richtig Ärger. So Leute, Lukas ist jetzt auch aufgestanden. Lukas, hast du gut geschlafen? Ja, geht so. Also, aber bin auf jeden Fall wieder ausgeruht bisschen. Ne, wie geht's deinem Knie? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, Leute, ist schon ein bisschen besser geworden, aber ich kann das bis hier so beugen. Oh ja. Scheiße, gute Besserung dir, ne? Ja, ja. So Leute, ich habe meine Tasche schon gepackt. Lukas ist auch jetzt am Start und jetzt ist ja schon der nächste Tag und wir fahren jetzt gleich zu iCrimex, Leute. Und lass mal gucken, ne? Vielleicht warst du schon mal bei ihm zu Hause? Nee, du? Ja, einmal, aber nur so ganz kurz. Also schon, ich bin mal sehr gespannt auf jeden Fall. Ja, ich auch und vielleicht können wir da auch ein bisschen, vielleicht kriegen wir was umsonst. Glaubst du? Ja. Vielleicht hat er noch eine Playstation oder so stehen. Oder so eine Paulberger Limo. Ja, ja, genau. Na, oh, das wäre krass. Ja. Dann würde ich sagen, let's go. Wir machen uns jetzt auf den Weg und dann geht's los. So, Freunde, da fährt Lukas mit seinem GTR. Wir bringen ihn jetzt kurz in die Werkstatt. Die Reifen müssen gewechselt werden. Und dann treffen wir uns gleich mit Max. Was ein Auto, ey. Guckt euch den einfach mal an. No joke. Lukas, sein Auto ist so krass. Also ehrlich.
Boah, ich bin echt ein bisschen neidisch. Wie findet ihr den Wagen? Schreibt es in die Kommentare. So, ich habe jetzt ein Brötchen geholt. Lukas bringt da hinten sein Auto weg. Und ja, wenn wir was zu essen haben, ich würde sagen, ich hole den jetzt mal wieder ab. Wir haben jetzt hier schon alles eingeladen. Das wird dann für die Videos sein, die wir aufnehmen werden und Max. Es wird geistkrank, Leute. Deswegen checkt unbedingt Lukas auch ab und noch bei Max vorbeischauen. Das werden, wie gesagt, es werden sehr, sehr nice Videos. Let's go. So, Lukas hat jetzt sein Auto weggebracht und ihr seht, was wir jetzt hier am Start haben. Ja, Leute, krasser Transporter auf jeden Fall, ne? Ja. Die Mini-Autos zu transportieren. Ja, das stimmt. Ach, die Leute wissen übrigens noch gar nicht. Wir drehen bei Max auch noch ein Video mit den Mini-Lambos für ihn. Genau. Wird sehr, sehr nice. So, Leute, wir sind jetzt bei iCrimex zu Hause und wir überraschen ihn jetzt mal. Lukas, bist du gespannt? Ich bin gespannt, Mann. Okay. Ey, Lukas, schau mal, was er hier hat. Alter, Junge, einfach der alte 100.000 Play-Button. Oh mein Gott. Krank. Lukas, bist du bereit? Ja, okay, Mann. Komm. Hallo, moin. Hey, moin. Was geht? Na? Alles fresh? Ja, auf jeden Fall. Und bei euch? Ja, alles bestens. Jo, Max, es geht, moin. Ich dachte, wir überraschen dich mal zu Hause hier. Ja. Digga, was machst du gerade? Was läuft so? Ja, ich wollte schon mein Video einstellen. Oha, geisteskrank hier. Junge. Ja, das ist ein Lamborghini, Alter. Junge, sehr nice. Oh mein Gott. Bin ich hier mal hier bei der Arbeit besucht? Stören wir dich gerade, oder was? Ja, alles gut. Ich hab gerade noch einen Moment Zeit. Okay, oha. Oh, Junge, der PC ist ja krass. Alter, Junge, der PC. Zeig dir mal so. Digga, ist der von der NASA oder so? Bruder. Alter. Hier machst du so. Junge, einfach so Paul Berger. Boah, Alter, das ist doch das Getränk, was bald kommt. Ja. Krass. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall hier der Creeper. Kennt ja, stimmt, das Ehre. Von, Lukas. Ihr das hier auch. Geil. Boah, cool, hier oben. Oh, hast du ein Auto einfach? Genau, ich hatte ja mal den blauen Lambo. Das hat mir meine Freundin mal geschenkt. So geil. Sehr, sehr nice. Dann hier mein GTA-Charakter. Boah, Alter. Also das quasi, Alter. Das quasi in meiner GTA-Kleidung. Ja, so. Junge, sehr, sehr nice. Chokes, ja. Das ist cool. Hast du die Kessel? Ja, das ist ja meine iCrimex-Kette. Oh mein Gott, geisteskrank. Dann hier, das ist, habe ich mal von Epic Games bekommen. So ein Bild, glaube ich auch ganz cool. Sehr krass. Hier Bearbricks sammle ich, ne, auch. Sehr, wie viel sind die so wert circa? Boah, keine Ahnung, das ist so eine, ich sag mal, Spezialanfertigung. Das hat mir meine Freundin auch mal zum Geburtstag geschenkt. Das ist eigentlich ein anderer Bearbrick und das hat so ein Kollege von mir, der so Kunst macht, hat das nochmal so extra angemalt. Also den gibt's gar nicht. Du hast nochmal in der Hand? Ja. Das ist krass. Boah, ne? Krass. Genau, dann da unten ist noch mein Buch. Ich will nicht fallen lassen hier. Ja, ich auch, sonst ist es ganz schlimm. Oha, krass. Was hast du noch hier so? Kann man mal ein bisschen gucken. Oha, ist das ist so ein ganz großer. Oh mein Gott, der ist ja krass. Oh. Genau, das so mit dem Banksy-Motiv. Kennt man ja vielleicht. Ne? Und das Merch, ne? Genau, das. Gibt's den schon? Nee, den gibt's noch nicht. Also das. Dürfen die das schon sehen? Also? Ja, alles gut, kein Problem. Das sind Samples, die kommen jetzt bald raus. Neue Farben hier für den Sommer. Was richtig hast, hast du noch so ein T-Shirt für mich zufällig hier? Noch eins? Was du gerade. Ja, hier. Was hast du? L? Ja, L. Passen. Hier. Ey, geil, kann Alter. Das mal ja, nice, Junge. Das nehme ich mit. Boah, da bin ich schneidig, Alter, ey. Ja, das gehört jetzt mir. Geil, Alter. Cool. Ja, ansonsten, ich glaube, viel mehr gibt's hier gar nicht zu sehen im Gaming-Zimmer. Ne? Das ist alles. Okay. Ja, okay, Freunde, würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt mal ein bisschen auf den Weg, gucken mal, wo wir hinfahren. T-Shirt habe ich hier mitgenommen. Ey, Max, danke schön erstmal nochmal. Gerne. Leute, checkt doch gerne Max ab und ja, gönnt euch gerne den Merchandise. Das ist jetzt, wir haben jetzt das gleiche an, ne? Das ist jetzt das gleiche. Zeig mal von hinten. Boah, geil. Das ist heftig. Das ist sehr nice. Boah, ein Lamborghini. Ja, dann würde ich sagen, let's go, wir gehen jetzt mal weiter. So, Freunde, ich ziehe mich jetzt um und dann gehen wir jetzt noch eine Runde in den Pool planschen, ne? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir im Pool sind bei Max. So, jetzt chillen wir noch ein bisschen. Max, du hast einen geistkranken Pool. Also wirklich, Leute, das ist so nice Wetter hier. Sehr cool. Wir haben übrigens auch ein geistkrankes Video aufgenommen für Lukas hier gerade, also die beiden. Wir müssen dann unbedingt abchecken, wenn es online ist, werde ich auch irgendwann linken. Lukas, was meinst du, wie lange schaffst du unter Wasser zu bleiben? Boah, ich denke mal schon so, vielleicht so 2 Minuten, 3 Minuten mindestens. Ja, ist krass. Ja. Das Wasser ist auch ultra warm, also geistkrank so richtig nice. Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen neidisch auf diesen Pool. Hier kann man echt leben. Lukas, was sagst du? GTA ja, Mann. Ey, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Bin ich auch mit deiner Meinung. Ja, ist geil hier. Also Max, ehrlich, du hast einen geistkranken Pool. Groß. Jo, Freunde, was geht? Ich sitze jetzt gerade auf Toilette und ich habe vergessen, das Ende zu machen. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Vlog. Wenn euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich als nächstes hin soll. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen. War ein bisschen kürzer, aber ich würde sagen, sehr, sehr nice. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's. Danke schön, Leute. Ciao, Kurs und tschüss.